Willkommen, Freunde. Wir sind wieder zurück bei Horizon Zero Dawn. Nachdem ich die RTX 4090 nicht im Vorverkauf gekriegt habe, muss ich mich ein bisschen abreagieren. Deswegen springen wir direkt ins Game. Wir sind auch direkt am Lagerfeuer. Und das Schöne ist, unsere Sidequest vor dem großen Finale steht auch direkt hier. Und mal schauen und hören, was er von uns möchte. Du bist 13 hoher Dief, stimmt's? Vanasha schickt mich. Was ist passiert? Ich wurde reingelegt, das ist los. Vanasha hat mit den Wimpern geklimpert und mit den Hüften gewackelt und uns Reichtümer versprochen. Macht einfach den Weg frei, sagte sie. Umgeht die Truppen und erledigt ein paar Wächter. Ist doch kein Problem. Wir konnten ja nicht ahnen, was für ein Monster da unter der Erde lauert. Warum lasse ich mich auch mit solchen Frauen ein? Warum sollte Vanasha euch betrügen? Mein Trupp kam nach Sonnenfall, weil wir von hohen Kopfgeldern gehört hatten. Sie bot uns das Höchste an, genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich war selbst schuld, den Köder zu schlucken. Ich hätte wissen müssen, dass das ein böses Ende nehmen würde. Etwas aus der Erde griff euch an. Oh, das hast du dir gut gemerkt, was? Ich habe mich gefragt, warum die Schattenkaja den Weg nicht bewachen. Tja, ist nicht nötig. Ein riesiger Dämon macht das für sie. Er gräbt Tunnel im Dreck, bricht durch die Erde und spuckt aus seinem stinkenden Maul. Ich hab's überlebt. Meine Kameraden aber nicht. Es wäre traurig, wenn sie nicht alle Mistkerle gewesen wären. Ihr solltet also einen Weg für Nasadi und Itamin sichern, aber es klappte nicht? Bei ihr klang das alles so einfach. Findet den besten Weg zum See und sichert ihn. Was könnte schiefgehen? Tja, ganz schön viel. Wie etwa ein blutiger Tod im Maul einer abscheulichen Bestie. Vanasha wird bald hier sein mit Nasadi und Itamin. Ich muss diesen Dämon vernichten, bevor sie ankommen. Du bist nicht so helle, oder? Tja, unser Kampf war nur kurz, aber ich sag dir, was ich weiß. Er ist komplett gepanzert, aber am Rücken weniger. Und unter der Erde kann er dich nicht aufspüren, wenn du stillhältst. Du kannst vielleicht sogar verhindern, dass er überhaupt abtaucht, wenn du seine krummen Arme hart genug triffst. Mehr kann ich nicht bieten. Aber ich werde zu deiner Beerdigung kommen, bevor ich was trinken gehe. Im ersten Moment habe ich gedacht, es könnte eventuell ein Krokodil sein. Aber ich glaube, das ist... Ja, wie heißen die? Steingraber oder so? Oh, hier haben wir doch gleich was zum Heilen. Sollten wir auf jeden Fall nehmen. Und ich habe eben gesehen, wir haben noch dieses gammlige Ding an. So, suchen wir uns mal was Episches raus. Ja, hier ist überall ein bisschen drauf, aber nichts Ganzes, nichts Halbes. Aber naja. Nutzen wir das Ding mal. Da habe ich auch noch gar keine Modifikation drin, ne? Aber okay, bevor es hier endlos lange dauert, machen wir das so. Wir sind auch bislang ohne die Dinger gut durchgekommen. Sehr nützlich. Okay, das Stillstehen hat nicht wirklich funktioniert. Na? Ist das dieser Steinbrecher, heißt der? Okay, bislang hat das noch nicht wirklich gut funktioniert. So, da hinten auf dem Rücken, das sieht gut aus. Das Vieh hat aber echt viel Leben. So, wenn wir still stehen bleiben, kann er uns in der Tat nicht aufspüren. Ja, fast.
So, einfach mal schön draufballern. Der hat noch nicht wirklich viel HP verloren. Im Moment, der fällt mir ein, was war denn hier seine Schwäche? So, die Gehärteten müssten, glaube ich, ganz gut funktionieren. So, gehen wir mal auf die Pfoten. Ah, da haben wir auch einen Tank. Ah, schöne Explosion. Ja, der Zeitlupeneffekt ein bisschen falsch durchgeführt. Na, können wir da auf den Tank nochmal eine schöne Explosion herbeiführen? So. Einer seiner Arme ist weg. Und keine Munition. Wunderbar. Na komm schon, geh drauf. Du bist fast down. So, down ist er. Hat auch ein bisschen Mühe gekostet, gerade am Anfang. Aber nun ist er weg. Ich hoffe, es gibt hier auch eine geile Belohnung dafür. Ein bisschen Heal-Zeug können wir einsammeln. Dann können wir nämlich gleich auch direkt weiter zur letzten Mission. Da haben wir wieder einen Datenpunkt. Okay. Bei der leuchtenden Sonne, ich glaube es nicht. Ich dachte, der Steinfresser würde dich zermalmen. Nach diesem Wunder können wir nur noch warten. Vanasha wird bald hier sein, mit einem Boot, das die Königsfamilie über den See bringt. Ah, stimmt ja. Wir bringen ja den kleinen Scheiße außer Landes. Jägerin. Wie schön, dass du wirklich die Leibwächterin für uns spielst. Wo sind deine Männer, Hordif? Du siehst aus, als hätte dich ein Monster ausgespuckt. Das trifft die Sache schon ziemlich genau. Der Weg ist frei. Können wir los? Ich mag, dass du immer so direkt bist. Und diesmal hast du recht. Sie werden uns schon bald verfolgen. Oh, die Dame hat aber ein richtig Hammer Sixpack. Keine Sorge, Strahlender. Wir haben exzellenten Schutz. Ja, irgendwas passiert doch jetzt auf der Reise. Oh nein, da kommen die Schattenkaja und sie sind sehr wütend auf mich. Ich halte sie auf. Sehr nobel von dir, doch was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Aber etwas Hilfe ist willkommen. Hordif, bring Itamen und seine Mutter zum Ufer. Vorsichtig. Es ist also soweit. Ich muss sagen, nach 2 Jahren unter der Fuchtel dieser Eiferer bin ich bereit, Blut zu vergießen. Okay, nach dem Steinbrecher sollte das jetzt doch gar nicht so schwierig werden. Ein paar Fallen wären nett. Ich hoffe nur, dass wir nicht allzu viel HP verlieren. Da sind sie. Wir zeigen es ihnen, ja?
Wir haben jetzt nämlich gut was aufgesammelt. Und auch den Beutel gut gefüllt. Kein Bock, dass wir den jetzt gleich irgendwie noch leer machen. Na? Das hat Spaß gemacht. Aber das war noch nicht alles. Ja, schade. Da sind noch mehr. Mach dich bereit. Oh, verderbte Wächter. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Das war, glaube ich, nicht unser Pfeil. Gut, ich bin etwas ins Schwitzen gekommen. Das war's schon? Wunderbar. Das hält sich. Aber wir sammeln hier nochmal eben schnell was auf. Wenn wir hier schon die Möglichkeit haben, sehr easy und sehr schnell ordentlich was einzusammeln, wieso nicht? Da haben wir noch was. Und jetzt können wir zu ihr. Ich will es nicht beschreiben, aber ich glaube, das war's. Etwas spät, oder, Gentlemen? Verzeihung, Ma'am, das Boot wartet. Mist, zu früh gefreut. Das ist meiner. Los zum Boot. Ich glaube, der ist nicht so ganz meine Liga. Wenn ihr irgendwas passiert, werde ich richtig sauer. Wir gehen nirgendwo hin. Ja, der ist in seiner normalen Form, der Donnerkiefer, schon recht anspruchsvoll. Und jetzt kommt er auch noch als Verderbter. Oh, da hat er mich ordentlich erwischt. Und wir haben auch nicht die verderbte Rüstung an. Ist die Kanone auf seinem Rücken schon weg? So, jetzt sind hier auch noch diese einfachen Dudes am Start. Ja, das Ding auf dem Kopf ist weg. Auf dem Rücken. Oh, shit, 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 shit. Jetzt hätte ich auf den Kopf gehen sollen. Wenn wir schon Ruhe haben, dann können wir ihm da auch sein MG wegballern. Ja, den Tank wegballern wird wahrscheinlich auch nicht schädlich sein. Keine Munition, ich habe doch eben aufgefüllt. Oder sind 50 Schuss schon wieder weg? Okay, die Dinger am Kopf sind noch nicht kaputt.
So, da ist jetzt aber eindeutig was abgefallen. So, sehr schön. Beide sogar. Also den Kampf kann man definitiv effektiver machen. Aber... ja, schon wieder was weggeflogen. Sehr schön. Oh, da war, glaube ich, eine dicke Waffe. So, das Ding ist jetzt auch weg. Ja, schön auf den Schädel. Ja, das war gut. Ich wollte schon sagen, der kann nur noch stürmen, aber das ist, glaube ich, auch schon schwer genug. Na. Den Schwanz kann man noch abballern und der da auch noch. Na, das Ding. Ja, mit Feuer hätten wir auch schon vorher arbeiten können. Dann bekommt er wenigstens noch eine kleine Verbrennung. Macht deutlich mehr Schaden. Ja, da hätte ich auch ruhig vorher mal drauf kommen können. Also gut, Planänderung. Ja, der sollte eigentlich auch so down sein. Na, komm schon. Down ist er. Ja, lass mich doch nochmal schnell looten hier. Null geholfen, die Dudes, und jetzt auch noch Ansprüche stellen. Das sind mir die Besten. Aber okay, so viel HP haben wir eigentlich auch nicht verloren. Habt ihr jetzt mitgekämpft? Weil da vorne waren zwei Leichen. Aber dort stehen sie immer noch rum. Interessant. Nee, das ist nichts Heilmäßiges. Da haben wir Heal und hier auch nochmal. Na, komm schon. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Und dann düsen wir mal nach Meridian. Nicht besonders königlich, oder? Naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Gehen wir an Bord, ja? Du hast etwas Gutes getan. Vielleicht sogar einen Krieg beendet. Vielleicht. Doch mein Krieg geht noch weiter.
Itamen, mein Bruder. Willkommen zu Hause. Du hast nichts zu befürchten. Du stehst jetzt unter dem Schutz des Sonnenreiches. Meinem Schutz. So wie deine Mutter. Ihr wird nichts passieren. Du hast mein Wort beim Gesetz der Sonne. Eloy, dein Einfluss zeigt sich wirklich überall. Du hast so viel für das Sonnenreich getan und ich weiß das wie immer zu schätzen. Ich danke dir. Möge das Licht mit dir sein. Schrecklich. Ich habe das hier 2 Jahre lang vorbereitet und der Rotschopf heimst die Lorbeeren ein. Ich krieg doch mein Geld, oder? Sei froh, wenn ich dich leben lasse. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich richtig bedanken. Ich versprech's. Kriegen wir keine Belohnung? Sieh dir mal diese Waren an. Das ist jetzt aber mal ein bisschen geizig. Nee, ein Fertigkeitspunkt und ein bisschen EP. Reicht das für ein Level-Up? Nicht ganz. Nice. Oh Mann. Gut, dann können wir doch eigentlich zurück zum Berg düsen. Ja, schnelle Reise nicht möglich. Wieso das? Nochmal. Okay, dann können wir wenigstens dahin. Heißt das, dieses Land hat sich jetzt verändert? Würde erklären, wieso die Schnellreise nicht funktioniert hat. Na, komm schon. Wieder üppige Ladezeiten. Dieser Geruch. Brennende Bäume. Oh ja. Wachtürme in Flammen. Aber die Wachposten hatten noch Zeit, den Stamm zu warnen. Oh, ich wollte schon gerade sagen, oh, rechtzeitig noch ausgewichen. Aber doch nicht. Diese verderbten Kacke haut mir hier ordentlich Dots rein. Ah, Level Up, sehr schön. Haben sich hier zur Wehr gesetzt. Sie haben alles getan, um das Becken zu beschützen. Aber die Tore haben nicht gehalten. Das hier ist Hades Zukunft. Metall und Asche. Gut, das wollte ich auch sagen, dass das ja eigentlich nur das Werk von Hades gewesen sein könnte. Oh, da ist ein richtig dicker, den wollen wir jetzt mal nicht stressen. Und die NPCs da rechts wollen wir auch nicht auf uns aufmerksam machen. Ja, da sind ein paar Tote. Mutters Wege. Dem Erdboden gleichgemacht. So, mal schauen, ob wir uns hier durchschleichen können. Oh, hier sind auf jeden Fall schon mal dickere Brummer unterwegs.
Der alte Bunker. Hier hat alles angefangen. Was, wenn ich diesen Fokus nie gefunden hätte? Ja, stimmt, das war das Loch, wo sie als Kind reingeplumpst ist. So, hier werden wir doch gleich nochmal einen etwas dickeren Kampf haben, oder nicht? Noch eine Niederlage. Die Eklipse hat alles zerstört. Ja, da sind nochmal ein paar dickere Viecher. So, aber dort werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr durchsneaken können. Oh, falscher Knopf. Ja, hier ballert jetzt das Feuer nicht ganz so gut rein wie bei dem Dude vorhin. Oder vielleicht doch. Kann ich gar keine HP, doch jetzt hat er sie gezogen. Na, komm schon. Gut, Nummer 1 ist down. Ja, die menschlichen Gegner sind kein Problem. So, da oben haben wir 40er Damage, das ist gut. Der ist auch down, sehr schön. Ja, ihr könnt auch ruhig mal einen Heiltrank droppen. Upsala. Okay, da oben ist noch einer. Sehr schön, Heiltrank. Na, wirklich was auffüllen an Heiltränken können wir jetzt nicht. Doch, nochmal einer. Aber das sind die Schwachen. So, den menschlichen Dude sollten wir endlich damit umhauen können.
schon, Brüder! Schnappen wir sie uns! Oh, shit. Wieder zu gierig gewesen. Na, komm schon, geh da weg. Bisschen zu kurz gewesen. Dafür aber einen großen Halthang bekommen, das ist gut. Ne, das war nur ein Metallteil. Ja, schön, dass hier nochmal ein paar Heilkräuter sind. Die reichen aber nicht ganz aus, um das zu kompensieren, was ich hier verbocke. Tatsächlich ein verdorbener Donnerkiefer. Die Überlebenden müssen sich im Berg verstecken. Na, wenn nice. Der Tunnel einstürzt, schon wieder werden einer. Sie begraben. Und ich erreiche die Luke nie. Genau! Lass den Berg einstürzen! Okay, ich muss ihn umhauen. Aber zunächst werde ich mir hier mal schön die Waffe sneaken. So, wo bist du da? Oh, 130er Schaden. Nice. So, machen die auch Schaden oder ist das nur atmendes Beiwerk? Oh. Auf jeden Fall sind hier wieder Heilkräuter, das ist gut. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Na, das Schöne ist, er greift mich nicht an. Erledigt es! Ups! Das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Ungläubig und verdammt! Du wirst sterben! Na komm schon. Der hätte eigentlich hier ohne Damage drauf gehen müssen. Na, komm schon. Oh, das ist einer von uns. Okay, erstmal looten. Ja, aber die Dudes sind schon gut. Wir werden der Reihe nach abgeknallt. Ja, das ist doch auch gut so. Leider kein Halthang dabei.
jetzt sollten sie... Oh, der ist noch am Leben. Shit. Wir haben es geschafft. Aloy hat's geschafft. Unnötigen Damage gefressen. Ich dachte, wir würden sterben. Na? Keine Heiltränke? Da sind wir aber mal ein bisschen geizig. Da hinten wäre noch eine dicke Wumme gewesen. So, alles abgegrast, abgesehen davon. Ne, da ist auch noch was. So, was erzählen Sie mir hier? Aloy, deine Taten wiederholen die... Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampf, Val. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kaja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Tirsas Entscheidung war richtig. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann... wofür? Du wirst sehen. Okay, bei den Stammmüttern hat sich auch nichts verändert. Eine ist immer noch geisteskrank, die andere ganz fit. Und bei Sinn, so wie es sein sollte. So, finden wir hier eventuell noch irgendwas Sinnvolles? Okay, nee. Dann düsen wir doch mal lieber dorthin, wo wir hin müssen. Mal schauen, was die alten Hexen hier erzählen. Aloy, aber haben viele überlebt, zurück. Das ist schon mal gut. Tab? Aloy, also, bist du nun zurückgekehrt? Nicht nur zurückgekehrt. Sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aloy? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwestern, das dürfen wir nicht erlauben. Ihretwegen steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben.
Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Ich kämpfte mich durch eine Armee, während du in dieser Höhle hocktest. Und du willst mich stoppen? Aloy, das ist nicht notwendig. Woher weißt du denn, was notwendig ist? Was es mich gekostet hat, hier zu sein. Jetzt, in dieser Höhle. Es ist mein Geburtsrecht. Ihr werdet es mir nicht noch einmal wegnehmen. Identiscan wird durchgeführt. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Genetische Identität bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Jo, schaut euch genau an, was ihr da über die letzten Jahre angebetet habt. Also drin. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Hier dürften ja jetzt gar keine Gegner sein. Aber schau mal, das sieht hier auf jeden Fall aufgeräumter aus als der Rest. Hier wurdest du gemacht. Oh, er ist wieder so nett. Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage, gilt. Ich will die Sonne sehen. Nicht nur Licht und Bilder. Alles zur Zeit, Kinder. Zur Zeit. 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 Okay, bei dem Geschrei will man natürlich keine eigenen Kinder mehr haben. Die Kinderkrippe, können wir die hier aktivieren? Nee. Ich sehe keine weiteren Datenpunkte. Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal. Wir wollen jetzt. Da ist viel Platz. Jetzt, Vater. Kinder. Der Bereich ist noch nicht verfügbar. Auf ihn! Physische Aggression festgestellt. Physische Aggression ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter! Kinder, wird man... Und Kinder, hier? Jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater! Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Oder ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Dann lass uns reden. Wie lange haben sie hier gelebt? Verschwinde! Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch! Du klingst frustriert. Jetzt lauft und springt und zuckt euch aus. Okay, ich darf hier nicht zu schnell nach vorne gehen, sonst überschneiden sich die Aktionen. Ich muss euch leider entlassen. Aber warum? Es gibt hier keine Nahrung mehr. Und da draußen ist welche? Wir wissen es nicht. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück, wenn uns kalt ist? Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Ihr müsst euch jetzt selber helfen und einander unterstützen. Was passiert mit dir? Ich bleibe hier und schlafe und denke an euch alle. Was passiert mit uns? Ihr seid tapfer. Und werdet lernen. Sie waren hier gefangen. Ihr ganzes Leben lang. Die weite Freiheit immer vor Augen.
Was ist schiefgelaufen? Warum konnten sie nicht in die anderen Bereiche hinein? Keine Ahnung. Aber du wirst dieses Problem nicht haben. Diese Tür haben sie anscheinend nicht sehr gemocht. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie sie gehasst. Ja, das mit den Kindern in der freien Wildbahn ist genauso logisch wie ja, Löwen, die man 20 Jahre lang einsperrt und dann erwartet, dass sie in der freien Wildbahn überleben. Das kann nicht gut gehen. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Willkommen im Lyzeum, einem Ort des Lernens. Okay. Was war das hier genau? Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Warnung. Fehlfunktion. Apollo offline. Apollo offline? Okay. Du hattest recht, Aloy. Das hier ist ein Friedhof. Das Leichenhaus des Wissens. Was wir alles hätten erreichen können, wenn es uns nicht verwehrt gewesen wäre. Vielleicht kann man das irgendwie reparieren. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich hergekommen bin. Natürlich nicht. Was zählt schon das gesamte menschliche Wissen, wenn es um die Herkunft eines einzelnen Mädchens geht? Mach mit deiner Suche weiter. Dringende Mitteilung für Dr. Sorbeck. Scannen Sie Nachricht mit Ihrem Fokus. Das klingt wichtig. Ja. Ich vermute... Elizabeth, es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie, damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobek zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die alle von ihnen halten soll. Sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime.
Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest zwei, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Okay, also wird's hier im Berg nicht enden, aber wir haben zumindest herausgefunden, dass sie die Reinkarnation von Elizabeth ist, um den ganzen Spaß hier auch wieder auf Vordermann zu bringen. Aber unsere Reise werden wir fortführen beim nächsten Mal. Denn anscheinend haben wir doch noch einiges mehr zu tun als gedacht.